Catch me later, I'll buy you a beer. Das heißt, das bricht hier alles ja so mit Absicht weg. Weil wenn ich hier reingehe, komme ich in diesen Lüftungsschacht. Wow, das ist deep, Alter. Der Typ gibt ihm den Preis, Alter. Ich hab Gänsehaut. Bin ich wieder hier? Was mache ich denn bitte mit dem Monolith? Boah, Gott, Gänsehaut überall. Das fixt mich gerade richtig an. Mal von oben. Habe ich hier unten denn jetzt alles gemacht? Ich habe das Explosive, ich habe hier hinten dies, ich habe das, ich habe die ganzen Keys. Ich habe das Ding hochgesprengt mit Rot sogar für den Sprengstoff, den habe ich mir ja gerade geholt da hinten. War doch rot, ne? Nochmal her. Ja, rot-orange, okay. Ich muss mir die Note nochmal angucken. Das ist nur das Resealed, ne? We're going crazy, was done in the foreign object. We found it when we sealed the damn thing. Sadly, the ray, the rest. Ja, dann heißt, ich kann hier durch Wasser reingehen, kann hier gucken. Ich komme hier aber nicht weiter. Das heißt, ich sehe, dass ich irgendwas hier machen muss. Ich glaube gar nicht, dass man hier rein kann. Wenn man kann. Man kommt das Wasser ja nicht hoch. Dann ist man noch sehr gut. So, ich schlage mal kurz hier hoch. Bin jetzt wieder hier in der Fabrik. Hier ist nicht zufällig was drin. Ne. Hier ist nur ein riesiges Eisenerz. Alter, der Typ ist heftig. Verleiht ihm einen Orden oder so, ey. Das ist ja alles auf Deutsch. Das ist ja das Schöne. Das ist heftig. Yeah.
Ja, die leben noch, weil sie noch nicht getriggert sind. War mir irgendwie klar, dass hier irgendwas ist. Mansion ist nichts. Nein. Witzig. Schon lustig, dass der hier so mit 3000 km/h vorbeifliegt. Aber man würde es schaffen, wenn man Bunny hoppt. Aber das will ich nicht austesten. Weil er mich in der Zeit 27 mal überholt, Alter. So, man würde aber, wenn man den Maintenance Key beziehungsweise nämlich kaputt und jetzt kann man hier auch ganz gemütlich durchgehen. Mit Maintenance Key kommt man dann hier rein. Heißt, du brauchst echt alles. Die ganze Map über, Alter. You can't be serious. Wow. Greetings. Ist richtig geil, Alter. Jetzt kommt ja dieses endlose Gedöns. Von Bezug. Also das ist... Also man kann jetzt auch gerne weiterspringen in der Historie sozusagen. Oh, jetzt habe ich wieder keine Addicts, ja. Ist ein Spiel. So. Jetzt speichere ich. Lade das wieder alles. Wahnsinn.
Also man müsste es noch mal komplett durchlaufen, sozusagen, Access denied. um irgendwas zu erreichen. Er ist jetzt kaputt. Alles. Das ist gerade. Alles umsonst gemacht. Wow. Hirsekuchen, ey. Ich habe dazwischen nicht gespeichert. Noch keine erzählen. Dann halt nochmal. Dann ist das halt so, ne? Komm, spul mal schnell. Wieder jetzt schnell. Ich will ja in die Facility zu, das heißt, ich muss ja unten aus dem Wasser raus, sozusagen. Alter Schöne, das ist mega cool.
So. Jetzt bin ich auf jeden Fall wieder hier. Weiß natürlich noch nicht hier oben, aber das ist mir ja egal. Hier komme ich einfach in diesen Beobachtung. Hier komme ich noch nicht hin. Und hier bin ich hier. Hier unten ist ja nichts. Jetzt will ich auf jeden Fall zu dem Kram. So, hier habe ich den Monolith. Da ist irgendwas anderes und da ist noch irgendwas anderes. Oh, mal ein Screenshot von machen. Speichern. Nochmal speichern. Er wurde hingerichtet von Carl Gustav. Kommt denn G-Man hier hin? Hat G-Man ihn extra getötet? Ich hab G-Man dabei jetzt erwischt. Wie witzig ist das denn? Sorry, Mr. Freeman, I got explicit orders not to let you. Wie geil ist das denn? Oh. Ach ja, du bist das hier, ja. Weren't you supposed to be in the test chamber half an hour ago? What the hell is going on with our equipment? So, also, die Seile gehen irgendwo hin. Tower, hier bin ich. Geil. Tower ist ein upper atmospheric enormous standard level loader. Transfer anchor. Ah ja. Aber das kenne ich doch auch hier aus seinem Urlaub. Mit dem anderen Gedöns hier. Aus seinen Testmaps. Part 2. Chili ist ausgegangen. Speichern. Schon wieder 4 Stunden. Ja, cool, Alter. Da gibt sich jemand Mühe. Das gefällt mir. So, gespiegelt und wir kommen einfach nur irgendwo anders an. Oh, da ist gar nichts hinter, ihr Schweine. Getrollt. Ach du heilige Scheiße. Was ist das denn? Ist das vielleicht ein riesiger Penis? Soll das sozusagen der Climb Tower sein, oder? Also ich finde dieses Summen lustig. Mr. Freeman, looks like ja. You're running late. Ja. Das Übliche, ne? Das Übliche. Natürlich hier wieder reinstellen, wenn es denn nicht umkippen würde. Weil man hier so mal gefühlt überhaupt nicht rankommt. Weil sie die Öffnung für ein Teelicht zwar gemacht haben, aber man da halt nicht rankommt anständig. Das Ding auch warm wird, wenn man da ein Teelicht reinstellt. Was? Wärme leitet.
Ahnung, komm. Später haben wir es. Kurz nach 8. Abends, morgens, mir egal. So, Tower Access ist egal. Es will mich immer noch töten. Da denkt man, es geht. Also das mit dem Monolith ist witzig. Das ist anscheinend ein Secret, wo man sich herum arbeiten muss. Ja, okay. Ist auch kaputt. Wie viele Maps sind wir denn schon? 2B3X. Ach du heilige Scheiße. Ja gut, Creezen ist jetzt ja, wenn das gerade nicht alles so verdammt schnell wäre, mache ich ja schon immer. Oh Gott, oh, ach so kacke. Muss ich hin? Oh, dieses... Die Geschwindigkeit hier ist heftig. Also das ist ganz, ganz... Da bin ich durch den Leck einfach mal gestorben. Warum es leckt, weiß ich bis heute nicht. Ist bestimmt... Es hängt bestimmt nicht mit der Mod zusammen, sondern mit irgendwas anderem. So wie bei Minecraft. Wenn man nicht runterfallen kann, einfach damit man nicht runterfällt, ducken. Jetzt beginnt's langsam widerlich zu werden. Oh Gott, ich breche ins Essen. Oder hat er sich den zunutze gemacht, dass man diagonal klettert? Nicht so lecken gut, die Mod ist ja jetzt nicht mehr die neueste, aber oh, ich habe gleich das erste geschafft. Und das heißt bestimmt, dass das Ding gleich abbricht. Okay. Den ersten Teil habe ich. Ich muss erstmal der nächste Teil laden.
the one mile, wa? You'll just have to wait until after. Wer wird denn da gewinnen? Hm? Du hast. Moment, wir können ja mal hier mal ein bisschen. So. Ass 10, das ist bestimmt eine 7. Ass 10, 10, 10. Aber das ist auch ein Ass. Man sieht das noch nicht. Dann hat er. Und er hat eine 3. Das sieht aus wie noch eine 9. Dann würde ich sagen, gewinnt er. Ach, ich habe keine Ahnung von Poker. Eine Meile, 1,6 Kilometer hochgeklettert. Das ist ja cool. Schöne Zwischenstation. Lecks, Alter, die kotzen mich richtig an. Oh Gott, die fahren sich wieder ein, das finde ich gar nicht schön. Ach du heilige Scheiße. Das ist alles fucking zufällig. Also es hat bestimmt einen bestimmten Rhythmus, ne? Nur wie das hier. Aber... Oh mein Gott! So, und beim nächsten kann ich den raufspringen. Gar nicht so. Nehmen wir mal die Seite. Da ist so ein Kegel. Boah, ich hab gedacht, der hämmert mich jetzt richtig hart weg. Ach du heilige Kacke. Wie soll ich das denn machen? Ach, der schiebt mich jetzt da hoch. Mal, dass das funktioniert. Wie auch immer das funktionieren soll. Ich wurde umgefahren. Oh, ich kann hier den ganzen Tag mitfahren.
Nein! Ducken, habe ich gesagt. Hahaha. Oh Gott, das Ding fährt doppelt so schnell. Okay. Oh mein Gott! Er fängt mich direkt. Huren! Okay, es ist einfacher als... Es ist einfacher, als man sich das vorstellt. Ja, okay, man darf sich echt nicht... Sobald man einmal drauf ist, darf man sich nicht bewegen. Einfach nur ducken und glücklich sein. Also musst mittig. Darfst nicht. Kannst du nichts essen? Ja. Oh mein Gott. Also ernsthaft. Da kommst du hier an und musst so machen. Oh Gott. Ja, ist mir jetzt egal. Ich hing da gefühlt in einem Dauerloop. Oh nö. Mutti, wie weit kann man den rausfahren? Das sind bestimmt, ja, das sind verschiedene Farben. Den kann man unterschiedlich weit rausfahren. Ja, dass ich von irgendeinem aus nach oben muss, ist klar. Dass man dann auch runterfällt, ist auch klar. Wenn man scheiße springt. Die gehen alle nicht weiter, ne?
Also bis er da kurz vor der Kante oben ist. Höher kriege ich den nicht gedreht. So. Dann kann ich bis da. Also, mal ernsthaft. Da muss ja irgendeiner von denen höher gehen. Da bin ich doof. Gehen alle nur so hoch, ne? Ja. Er ist so gesehen am höchsten. Und jetzt? Geht er höher, wenn ich ihn gedrückt halte? Ja, auch alle gleich hoch. Das Rätsel kapiere ich jetzt nicht. List of Cheats and Codes in Half-Life. Ist es euer Ernst? Also, no clip, Godmut. Ja, reicht doch. Und Impuls 101. Ja, ach. Wie geil ist das denn? Mega. Okay, den muss ich mir mal merken. Mega. Ja, Favorit auch kommen hier, zack. Wie soll das denn gehen? Also mal ohne Spaß, die gehen alle so hoch. Oder das bringt mir so. Ich kann ja hier mit. So, aber. Ich muss ja wirklich hier oben hin. Damage bitte.
Ich habe ja hier, habe ich, ich habe ja hier auf dem Desktop die Komplettlösung dazu. So. Climbing Tower. Seite 18. Denn. Climbing Tower. So. Vier verschiedene Plattformen erklimmen. Für die erste statischen gibt es keinen besonderen Trick. Bei den beweglichen besteht ein Trick darin zu springen, bevor die nächste Plattform ausfährt. Da war ich schon. Stage 4. Findet Freeman diverse Sprungen. Nee, da muss ich erst hin. Vorsicht, Geburt, alles Kegelfehl. Muss dieser Spieler geduckt bleiben, nicht. Bla 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 bla. Ja. Findet man nur vier Plattformen, deren Höhe sich von Hand verstellen lässt. Diese können nun so eingestellt werden, dass ohne Probleme der obere Vorsprung erreicht werden kann. Im letzten Abteil befinde ich. Nee. Okay. Leck mich. Oh. So wollte ich das machen. Ach komm, leck mich. Komm. Ah ja, so. Hallo. Ich würde gerne etwas benutzen, ohne direkt zu sterben oder eingeklemmt zu werden, oder? So. Zack. Zack. Danke. Ja, leck mich doch. Nee, das ist, da wird man eingeklemmt und stirbt. Das ist doof. Das ist richtig doof. Das ist nicht so doof. So, das ist eine Sprungfeder. Muss ich denn machen? Achso. Achso, ja. Man hat ja richtig gut funktioniert, vom Geländer zu springen. Ja, Gott, ja. Immer dieses Ducken. Und wieder hochkommen. So. Ja, danke Sprungfeder. Danke.
Oder auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich das gerade geschafft habe, aber es hat funktioniert. Ach du heilige Scheiße. Stimmt denn mit dem? First try! Auch wieder mal. Gut. Egal, dass ich auf der Leiter stehen. Weiß nicht, was ich machen muss. Ich weiß nur, dass ich nicht nochmal runterfallen sollte. Oh mein Gott, ich bin der Motherfucking God of Creeds, Alter. Oh, Speicher, lass mich hier jetzt mitspielen. Was muss ich machen? Timelag hoch 99. Oh Gott. Ja. Ernst? Alter, 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 ich bin krank. Ich bin krank. Ich bin der Motherfucking Motherfucker auf fucking the fuck off. Gib mir endlich HP. Ich muss einen höher. Lass mich höher jetzt hier. Los, los, los. Zack, 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 zack. Und höher. So, und zack, 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 zack. Oh Gott. Mutti, ich will nicht. Ach du Scheiße. Oh Gott, da muss ich bestimmt... Da wo es rot ist, muss ich ins Draven. Dann gehe ich nach hinten. Dann kann ich schön... Okay, das war hart. Das war so, mal gucken, es ist bestimmt nur den Millimeter und... Alter, meine Fresse, macht doch einfach auf, ist mir doch egal. Was? You have a break, refreshment. 80 miles, okay. Na, hallo, ich tue mich gerade selber. Hello. Guten Tag. Okay. Oh, schön. Ich nehme alles. Ich nehme sie alle. Ah, bis der Automat leer ist. Ja, er ist aus der Puste, würde ich sagen. Was macht ihr hier? Kann ich was haben? Ja. Oh! You think there's a cold beer for us at the end of all this? Von dir aus, wenn eine Waffe falsch rum drin steckt. Lass mal von die Waffe rein. Oh, ich will noch eins! Gib her! Auf die Stratosphären-Stahlseile. Das jemals möglich ist. Hallo. Entschuldigung, das wollte ich eigentlich. Oh, das tat gut.
130 Leben. Das braucht man bestimmt auch gleich. Er ist außer Puste. Ah, da geht die hier. Noob. Stahlkonstruktion. Sehr schöne Stahlkonstruktion. Deutsche Stahlkonstruktion. Deutscher Stahl. Moment. Leider nicht, ne? Wie war das? Wir wollen ja mal ein bisschen rumnörden. Also wie lange jetzt um? Ja, ich glaube, das geht aber nicht. Das geht nicht. Hier oben kann man rauf, aber man fällt so weit runter. So, egal. Oh, ich habe mehr Leben, das ist so schön. Mach das jetzt auf, ich muss hier weiter. Das ist ja nervig. Time, step by step. 1000. Haha. Mauspad des Todes. Schnell ich sein kann. Oh. Oh. Nee, dann. Nach 100 Stufen sollte man lieber aufhören. Okay. Sieht das aber auch nicht, ne? Sonst ziehe ich durch. Ich frage, ob ich steppe, wenn ich oben ankomme. Wenn ich jetzt das gedrückt halte. Ich zieh das mal durch. Und wie lange ich das aushalte. Automaten. Bringt zwar alles nur ein Leben, aber. Guck mal, easy, Alter. Wieso ist der leer? Das ist hier so ein HP-Stuhl, ist das schön. Kriegen wir auch noch mal. Kann ja noch mal hier so ein bisschen schneller laufen. Das
ist wahrscheinlich völlig anstrengend, dem zuzugucken, aber ich konzentriere mich ja auf was anderes. Ich habe kurz gespeichert, nicht wundern. 100. Ja, guck mal, easy. So. Huch. Welcome to the Fountains of Paris at the top of Climbing Tower. 1000. Cool. Good morning, Mr. Freeman. Looks like you're running late. Nö. Bin ich oben? Speichern. Nee, ich bin nicht. Sorry, I'm on duty, Mr. Freeman. Aha. Greetings. Ja, greetings. Wüsste nicht, dass der jetzt schnarchen kann, noch. Oh, ist das geil. Du kannst keine mehr reden, mein Süßer. So, hier ist durch. Ja, das dreht sich immer. Ist das meiner, oder? Orbiter Sim Simulator. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Space Shuttle. Ist da noch irgendwas? Von der Festung ich mir das für mega gut essen. Das ist eine richtig schöne Option. Can we do this later? Come on, oh. Gordon! You're trying to hey, stop that! Don't take me off. Hey, step off, buddy. Nö. Wir wissen nicht, will, dass was passiert. Oh, wenn das hier so ein Knopf wäre, wie am Anfang von Half-Life, ey. Dann bitte weggegangen. So, hier war ja nichts mehr, ne? Hier war nur noch der Raum. Der war übrigens sehr cool. Hier ist der schnarchende Typ, den ich getötet habe. Die Dinger sind nämlich hohl von ihnen, damit die da rumstehen. Are you running those tunneling lattice calculations again? Ja, damit. No, es hat sich nicht gerade aufgehangen, ne? Weil ich diese Tasten gehämmert habe, ey. Aber ich habe gespeichert.